So, hoffentlich nähern wir uns der guten Achse dann langsam mal. So ganz allmählich könnte ich dem so ein bisschen ins Gesicht axen. Mit einer Axt. Aber nee, ich soll ihn ja nicht umbringen. Der ist ja ganz axtig und so. Und axig. Brauchen Sie einen Moment, Angela? Machen wir dem Ganzen was? Ein Ende. Ich gebe Ihnen Deckung. Yay, Deckung! Yay! Da lang? Juhu, Achse! Bist du das, Achse? Na? Was wird das denn? Ein Schutzschild. Ja, na super. Wie soll ich jetzt an den Rand kommen? Ich muss den Schild ausschalten. Woher nimmt er die Energie dafür? Da oben, Lunge. Die Energie scheint irgendwie aus diesen drei Bunkern zu kommen. Aus welchen drei Bunkern? Aus denen hier? Deaktivieren Sie den Schild aus dem Innern dieser Bunker heraus. Okay. Einfach Knopf drücken. Erwischt. Eure Zeit ist um. Dieser Planet. Zähl doch nicht. Das ist immer noch unser Planet, nicht deiner, du Penner. Aber es wird mir Spaß machen. Solch unbedingter Die sind gepanzert! Schade, dass du dich uns nicht anschließen willst. Newton! Du bist ein Gefangener. Origin kann dir die Freiheit geben und dich zu Ruhm und Ehre führen. Ach, erzähl doch nichts. Los, da in Deckung! Brauche ich einen Raketenturm? Ja, ich brauche einen Raketenturm. Raketengeschütz, da drüben! Brauche ich eine Mine? Ja, definitiv, weil da kommt gleich ein Newton rein. Mine legen, da! Dann heilen wir ein bisschen. Wir müssen uns gerade leicht organisieren hier. Absolut kritischer Treffer. Oh Mann. Angela, Präzisionsschuss. Ja, bitte auf den Mutant. Bei dem da brauche ich Hilfe. Ich soll mich euch anschließen? Ich werde dir nicht versklaven. Yes, Newton ist weg. Der Gefangene? Was soll das heißen? Reden Sie da. Lerne deine Macht einzusetzen und frei zu sein. Origin kann dir so viel beibringen. Erzähl doch keinen Scheiß, ich bin frei. Du willst mich versklaven, du Affe. Bloß nicht auf seine Lügen hören. Wo ist denn jetzt? Da ist der Schalter. Schön ausmachen. Ja, deaktivieren. Munition. Phantom. Oh oh. Raketengeschütz zerstört. Wow, hier ist ja die Kacke am Dampfen. Newton! Silakoid. Half a blob. Angela, Präzisionsschuss. Bitte auf den Newton. Angela, schalten Sie ihn aus! Wo sind meine Kameraden? Du bewegst dich mal. Gehen Sie in Deckung! Verstanden! Bin unterwegs! Und dann brennst du den paar auf den Pelz. Auf den da konzentrieren! Und du bewegst dich mal. Bestätigt! Hierhin.
Roger, ich rücke aus. Schön, immer schön aufrücken. Zielgebiet erreicht. Arbeit! Bin in Position. Was hat er gesagt? Commander, alles in Ordnung? Mir geht's gut, danke. Die Scheißdinger sind gepanzert! Ich sollte mich mal heilen. Haltet den Druck aufrecht! Angela, Präzisionsschuss. Ja, baller den mal weg. Dem da brauche ich Hilfe. Muton, bist du noch da? Yes! Oh Mann, hier ist ja richtig was los. Ich bin verwundet! Brauche Hilfe! Oh oh. Wo seid ihr? Brandon? Hier machen wir ein Ablenkungsmanöver. Stell mal so ein Imitat von dir hier hin. Ablenkungsmanöver starten! Es wird sie ablenken! Los, draufhalten! Einen kritischen Treffer. Wo bist du? Du bewegst dich auch mal nach hier hin. Runter! Setze mich in Bewegung! Und setze noch einen schönen Raketenturm hier irgendwo hin. Bringen Sie ein Raketengeschütz in Stellung! Ich lege an! Raketengeschütz in Position! Sehr gut. Puh, und weiter geht's. Da ist der letzte, das letzte Terminal. Schnell, schnell, schnell. Wir haben unseren Blob erledigt. Och, der arme Blob. Wieder einen Schritt weiter. Axis kampfunfähig machen. Wenn ich darauf schieße, oder? Schützen! Und bleib! Das Schilde! Hat er sich gerade weggebeamt? Axis! Wo ist der Gegner? Angela, Präzisionsschuss. Auf Axis? Ja, warum nicht? Angela, schalten Sie ihn aus! Los, draufhalten! Das ist Ihr Ziel! Ziel aktiviert, ich versuch's! Haha! Gequältes Stöhnen! Angela reißt sich zusammen. Erzähl doch keinen Scheiß zu Penner. Hoffentlich ist er's wert. Angela, wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind nicht besiegt. Oh nein, sind wir nicht. Das hier ist nicht vergebens. Nicht von dieser Welt. Bei seiner Ankunft konnte das Team Kontakt zu der unerlaubt abwesenden Agentin Angela Weaver aufnehmen. Ihre Informationen wiesen darauf hin, dass die feindliche Fabrik in der Nähe die Entwicklungs- und Produktionsstätte der Hypnoviren war. Der hochrangige Offizier mit dem Codenamen Axis wurde vom Einsatzteam gefasst, verhört und exekutiert. Agent Weavers Insubordination sollte aufgrund ihrer untadeligen Dienstakte und ihrer wichtigen Rolle bei der Sicherstellung der Daten nicht weiter verfolgt werden. Trotz der emotionalen Belastung durch die notwendige Tötung ihres infizierten Bruders hat Dr. Dresner Agent Weaver weiterhin für diensttauglich erklärt. Aber die machen so ein riesen Gewese darum, dass wir den lebend gefangen nehmen müssen. Und dann steht hier, er wurde gefasst, verhört und exekutiert. Dabei habe ich drei Worte mit dem geredet. War das das Verhör? Was für Informationen habe ich denn daraus gekriegt? Außer, dass er davon ausgeht, dass wir schon besiegt sind. Das ist doch merkwürdig. Guck mal, Technologie haben wir erbeutelt, das ist schön. 85 Outsider erlegt. Hervorragend, zurück zum Stützpunkt. Das war doch eine super Mission. Axis ist hinüber. Damit haben wir den Krieg doch schon so gut wie gewonnen, oder? 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 Carter, die Daten, die Sie und Weaver von der Outsider-Anlage besorgt haben, die Analyse ist beunruhigend. Inwiefern? Bei der Menge an Infektionsstoffen und der Struktur der Wasserversorgung unseres Landes
erwarten wir... Über 2/3 der Bevölkerung wären innerhalb weniger Wochen infiziert worden, hätten wir es nicht gestoppt. Ich kann rechnen. Wie es aussieht, wurden Zehntausende, vielleicht Hunderttausende infiziert oder kontaminiert. Es wird immer schwieriger für uns, die Outsider-Bedrohung geheim zu halten. Die kannst du unmöglich geheim halten. Wir müssen schleunigst etwas tun. Das kann unmöglich noch geheim sein. Das geht einfach nicht. Die überrennen ganze Städte. Mal sehen, was wir von Axis erfahren haben. Das ist absurd. Ach guck mal, in Potsdam fand die erste Einführung statt und war auch früh von der Hypnose-Seuche betroffen. Die Analyse unserer Daten ergab, dass jeder Entführungsschauplatz auch sehr früh mit der Seuche infiziert war. Die Saat für die Machtübernahme der Aliens reift offenbar seit mindestens 5 Jahren heran. Belohnung Aufpralldämpfer Pack. Dieser Angriff ist unsere beste Chance. Aber ich will Ihnen nichts vormachen, was die Aussichten betrifft, dass wir zurückkehren. Das kann unmöglich geheim sein. Es kann nicht sein, dass es noch einen Menschen in den USA gibt, der nicht gemerkt hat, dass Außerirdische angreifen. So. Krutt. Krutt, konnten Sie mit den Daten von Axis etwas anfangen? Und wie? Die Sache ist nur, wir wissen noch nicht, ob die uns wirklich so viel weiterbringen. Was meinen Sie damit? Klar bringen sie uns weiter. Kann ja nicht alles umsonst gewesen sein. Die meisten Informationen sind logistischer Natur. Wo Outsider stationiert sind, wie sie vorrücken wollen und so weiter. Das ist doch hilfreich. Das ist von großem Nutzen im Krieg. Absolut. Wäre es, wenn wir ihnen etwas entgegenzusetzen hätten. Wir wissen jetzt zwar, welche Städte evakuiert werden müssen, aber wir sind ihnen nach wie vor nicht gewachsen. Blödsinn. Ich schaff's doch auch, etwas gegen sie auszurichten. Ja, aber sie sind sie. Sie haben die besten Waffen, die der Menschheit je zur Verfügung standen. Ein schlagkräftiges Team und das Ding an ihrem Arm. Das Ding an meinem Arm. Wir haben eine begrenzte Zahl Excom-Agenten. Die Outsider einen ganzen Planeten voller Soldaten. Was sollen wir also tun? Einfach aufgeben? Natürlich nicht. Aber um das Blatt zu wenden, bleibt uns wirklich nur eine Möglichkeit. Dachse? Ausschalten. Achso, ja. Ich dachte, wir setzen Dachse ein. Dafür besser trainiert der Kampfdachse mit Tollwut. Sorry. Was sind eigentlich die Auswirkungen vom Tod von Axis jetzt? Wie gehen die Outsider mit dem Verlust von Axis um? Er war der Kopf der Invasion, das muss sie doch sicher beeinträchtigen. Wir dachten, es wäre so, als ob eine Armee den General verliert. Aber wir haben seine Bedeutung überschätzt. Offensichtlich. Wir erhalten weiter Befehle über Mosaic von Origin. Deshalb ist er das nächste Ziel. Ja, ohne Origin und Mosaic sollten die Outsider völlig abgeschnitten sein. Und plötzlich sind wir im Vorteil. Wenn der Einsatz Erfolg hat. Wir zählen auf Sie. Viel Glück. Was diese Alienwelt angeht. Was wissen wir über die Alienwelt? Ihre Verteidigungssysteme? Der Mosaikkern muss sich ganz nah bei ihrer Heimatwelt befinden. Wenn Origin darüber Befehle sendet, muss auch er dort sein. In Axis-Daten war von automatisierter Verteidigung die Rede. Allerdings nicht von Wachposten. Und der Avenger bringt uns an den meisten dieser Systeme vorbei? Genau. Ich wünschte mir, wir hätten Zeit, ihre Welt zu erforschen. Mann, dafür würde ich mein letztes Hemd geben. Soll ich Ihnen einen Platz im Avenger beschaffen? Das lassen Sie mal. Mein letztes Hemd würde ich geben. Mein Leben nicht. Dankeschön. Ach, stell dich mal nicht so an. Wie stehen eigentlich unsere Chancen? 50-50, 70-1, 900 zu 8 Milliarden? Wie schätzen Sie unsere Chance ein? Ihre Chance gegen Origin oder die Chance für die gesamte Menschheit? Hängt ja wohl eins mit dem anderen zusammen. Auch wieder wahr. Wie schätzen Sie unsere Chance ein? Fragen Sie lieber nicht. So wie die Wetten stehen. Naja, ich bin ein reicher Mann, wenn Sie heil zurückkommen. Toll. Freut mich für Sie. Ja, absolut. Dann bis später, vielleicht. Wird langsam Zeit aufzubrechen. Vielleicht bringe ich Ihnen ja ein Andenken mit. Hauptsache, Sie legen Mosaik lahm. Alles andere ist Zugabe. Ja, da kommen wir auch noch hin. Alles zu seiner Zeit. Gehen wir nochmal ins Büro. Hier irgendwas Neues? Nö. Nö. Oder der Charles geht auch nichts Neues. Dann gucken wir mal. Weaver ist bestimmt in ihrem Büro. Da gehe ich mal von aus. Weaver, du hast es ja hübsch hier. Da sind sie ja. Gut. Ich muss sie sprechen. Ach was, deshalb bin ich hier. Was geht ab? Angie, wie geht's Ihnen nach allem, was passiert ist? Axis ist tot. Und Pete?
Ihn habe ich schon vor Jahren verloren, Will. Das war nur ein letzter Abschied. Das tut mir leid. Danke. Und jetzt zurück an die Arbeit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Okay, wo geht's denn? Recht. Dieser Angriff war nur der Anfang. Ihre restlichen Truppen sind binnen Stunden hier. Oh. Uns bleibt höchstens ein Tag. Oh. Wir brauchen diese Information. Es ist nicht eben viel Zeit. Nein, aber wir können ein paar Städte vor ihrem Angriff evakuieren. Ich habe schon mal einige Teams losgeschickt. Das würde schon mal helfen. Gut. Aber wir müssen trotzdem rausfinden, wie wir Origin kriegen. Schon dabei. Die Information wurde isoliert. Wir dekodiert noch die exakten Koordinaten. Gut, gut. Wie stehen unsere Chancen? Was meinst du denn, Angie? Das klingt sehr nach einem Himmelfahrtskommando. Ja, da hat er schon recht. Wenn wir sterben, sterben wir. Aber ich sorge dafür, dass Origin mit drauf geht. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe in diesem Krieg so viel verloren wie jeder andere. Ich bringe das zu Ende. Hat der Tod von Axis eigentlich irgendwas haben geholfen? Haben Sie bekommen, was Sie dort gesucht haben? Ich wusste, ihn zu töten würde nicht viel ändern. Davon wird keiner wieder lebendig. Aber ich schlafe etwas besser. Na, danke, das ist ja Will. Schön für dich. Danke für diese Chance. Hättest auch ein bisschen Valdrian nehmen können. Ich wollte über Pete reden. Sie sollen wissen, was da mit Ihrem Bruder passiert ist. Das fand ich Will. Geil. Schon okay. Sie hatten recht. Es musste sein. Ich hoffe nur, Sie tun im Zweifelsfall das Gleiche für mich. Bei Ihnen muss ich nicht lange überlegen. Oh, danke. Aber, danke. Wir sprechen Will. Über meinen potenziellen Tod. Das war sehr witzig. Ich muss weg. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, wir hat die Zielkoordinaten. Ich bin sofort einsatzbereit. Der Einsatz ist bereit. Mit Weir reden, na klar. Oh, auch eine Aufzeichnung. Schildern Sie nochmal, wie das passiert ist. Wir gehen hinter den Kisten in Deckung, als mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf geht. Immer und immer wieder. Und was war das für ein Gedanke? Der Teamleiter ist ein Feind. Töte ihn. Immer zu. Er ist ein Feind. Töte ihn. Aber ich weiß nicht, wer das gedacht hat. Und was haben Sie dann getan? Ich hab's nicht getan. Da sagt der Forensiker aber etwas anderes. Und Ihr verbliebener Teamkamerad auch. Es war mein Arm und meine Waffe. Aber ich hab nicht geschossen. Ich weiß, was diese Mistkerle einem Menschen antun können. Aber von jetzt an wird jeder Ihrer Kollegen Sie im Einsatz als Risiko betrachten. Ich weiß, Sir. Ich weise Ihnen einen Posten auf der Basis zu. Schön ruhig, keine Kampfeinsätze. Und Sie gehen dreimal die Woche zur Beobachtung zu einem Therapeuten, falls Langzeitfolgen auftreten. Verstanden, Sir. Danke, Sir. Es ist nur... Das war nicht ich. Ich hätte so etwas niemals tun können. Sie befinden sich im Krieg. Das reden wir uns alle ein. Das ist ja nett. Ja, ich meine, gut, wenn so ein Outsider deine Gedanken übernimmt und dich deinen Kameraden erschießen lässt, boah, das kann an einem knabbern. Ohne Notiz. Axis, es ist extrem wichtig, Axis sofort auszuschalten. Bitte sorgen wir dafür, dass unsere besten Agenten darauf angesetzt werden, diese kritische Bedrohung zu eliminieren. Ja, das wurden wir und Axis ist hinüber. Wie sich das gehört. Hinüber. Moin. Na, Kinders, soll ich mal auf Klo? Hey, das Klo ist abgeschlossen. Ich muss mal. Was mach ich denn jetzt? Drecksack stürmt auf mich zu und? Natürlich. Meine Waffe blockiert. Ja, natürlich. Und, weiter? War das das Ende der Geschichte? Das war ja interessant. Erzähl ruhig weiter. Der Ready Room. Weaver und Carter haben Axis erwischt, ihn liquidiert. Ist das zu fassen? Nein, unglaublich ist das. Weaver hat den Drecksack mit bloßen Händen erwürgt. Naja. Kommen Sie, Percy. Vielleicht können wir doch noch gewinnen. Wow. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir haben einen von Ihren Anführern erwischt. Das ist toll. Aber denken Sie mal daran, wie viele die von unseren erwischt haben. Da steht es vielleicht dann unentschieden. Oh, ein Foto. Dieser Damm ist irgendwie der Schlüssel zu Ihrer Operation. Der Hoover Damm? Ist der Schlüssel zur Operation? Okay, da müssen wir vielleicht noch hin.